Okay, wir starten wie immer. Ranger, einmal Schwertangriff. Perfekt. Und einmal Schutzbuffen. Na, war ich wieder zu schnell? Na, komm schon. Perfekto. Ranger. Geht mal hier hin. Ich zerschlage eure Milz! Was? Meine Milz? Warum denn? Ich hab gar nichts getan. Na. Hab ich's jetzt ausge... Nee. Hab ich's ausge... Ach, ich stehe nicht hinter ihm. Dann halt so. Sehr schön. So, die Elfin. Ne? Die Elfin... Bufft sich das? Ich muss mich konzentrieren. Und bleibt da stehen. Ihr werdet leiden, Obenseiter. Die Obenseiter, wer kennt sie nicht? Autsch. So, der Barbar verzögert mal seinen Zug. Lass die mal noch alle laufen hier. Da halt später nicht schlimm. Komm, laufen wir ein bisschen nach drüben noch. Okay. Magierin verzögert mal. Ogre. Könnte den Zwerg werfen. Hinwerfen. Verzögert mal. Priesterin haut einfach mal hier drauf. Gut. Genau, sowas wollte ich doch sehen. So, du läufst jetzt bitte auch noch nach vorne. Perfekt. Kann ich mich hier schön in den Zwerg gleich hin werfen. Das müsste doch gehen. Jetzt hingehe. So, jetzt einfach mal draufschlag. Flieg weg! Bumm. Schade. War irgendwie klar. Baba. Es geht nichts über einen netten Kampf unter der Erde. So, der Baba haut hier drauf natürlich. Nicht schlecht. Sehr schön. Alle getroffen. Gut. Ihr Ortpisse-Gurgler. Ey, voll die üble Beleidigung. Okay. Magierin läuft hier hin. Let's go. Okay, immerhin mal einen gestunt. So, Ogre läuft hier hin. Ogre wirft den Zwerg hier hin. Autsch. Ey, es tut weh. Sie werden sehen, aus welchem Holz ein Oberflächenzwerg geschnitzt ist. Ja, ja, lauf dahin, das ist gut. Das tut mir jetzt wehgetan. Oh, wie wenig Schaden macht denn das? Okay, Ranger. Na, hier hin mit dir. So, kann ich hier schon irgendwie hin? Ich brauch gar keine Heilung. What the fuck? Ich glaube, ich schieß mal da drauf. Bumm. Genau, jetzt hat nämlich eher keinen Bock da zu laufen. Säurebombe.
Werfe ich einfach dahin. Bumm. Perfekt. So, Elfin. Let's go. Ich bin Mickey Maus. Ja, perfekt. Bleib so stehen. Perfekt. Von mir aus. Schieß doch. Gut so. Oh. Ist er einfach hingeflogen? Let's go. Salcor a la Fresca. Das Vereisen ist schon nice. Geht einfach mal in die Deckung. So, der Ogre. Die sind ja schlimmer als wir. Genau. Schade. So, du hast wieder da drauf einfach. Bumm. Schaden machen die irgendwie gar keinen. Ah, das tat weh. So, jetzt wird es Zeit, dass der Zwerg endlich drin ist. Kritische Parade. Hättest du wohl gern. So. Let's go. Baruch Hazard! Okay, immerhin einen weg. Wow. Ich hab die Moves. Wow, wow, wow. Wie kannst du angreifen? Die ist noch voll, also. Mit deinen 10 Schadensbomben, die kannst du ja auch weglassen. Die Bombe begreife ich auch nicht. Macht die einen Debuff auf mich? Ich erkenn's zumindest nicht. Okay, Ranger. Let's go! Vergossen. Jawohl. Läuft er weiter. Er macht einfach gar nichts. Und tschüss. So, dann kommt jetzt gleich Kopf runter. Ich mach den hier weg. Ich hasse es, in Tunneln zu kämpfen. Oh, Baba. Hau direkt hier drauf. Bumm. Und läuft ihm auch mal direkt in den Rücken. Eingefroren. Ich den mal noch hier zu. Ah, schade, kritischer Fehler. Falsche Beschwörung. Hat die den gerade geheilt? Ach shit, ich habe den hier übersehen, sonst wäre ich nicht hier rüber gelaufen. Egal. Auf hier. Bumm. So, dann laufe ich mit ihm auch schon mal hier rüber. So. Oh, sehr viel Schaden. Oh nee, die Pfütze habe ich nicht gesehen.
Okay, Zwerg. Komm. Direkt hier hin. Friss meine Astralenergie. Ausgewichen. Autsch. Wow, ein Schaden. Ich zittere. Okay. Prozent, 82% Chance. Und dafür habe ich mein Leben als Stuhlmacher zurückgelassen? Als Stuhlmacher, oh. Autsch. Komme ich mit dem Dieb hier hin? Jo. Let's go. Schön außen rumlaufen. Ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, der kommt jetzt aber raus hier. Der Mr. Wachsame. Daneben. Ah, das ist dein Tod! Oh, er flucht! Er flucht mit der Faust! Wow! Aha! Wow, ihm passiert halt einfach nichts. Einfach gar nichts. Ich würde mal sagen, direkt nochmal Stun. Schade. Bumm. Flieg weg! Sehr schön. Warum bin ich bloß nicht oben geblieben? Kann ich auch so. Komm, ich hau einfach direkt hier drauf. Hält schon viel aus. Ne, ich hau normal drauf hier. Bumm. Daneben. Was? Was ist passiert? Oh, nice. Dann laufe ich mal hier vor mit ihr. Dann darf sie gleich mal die Magierin heilen. Perfekt. Der Ranger. Ich habe das erste Blut vergossen! Ich habe das erste Blut vergossen! Kämpfen in den Minen der Chaoszwerge, wenn ich das zu Hause erzähle! Oh, die beendet das. Und läuft direkt mal. Ja, Maximum Range. So. Der lebt noch. Bitte. Welche Überraschung. Autsch.
Sehr schön. Die haben ja nicht den Hauch einer Chance hier. Der hat noch 3 Leben. Damit. So, dem laufe ich direkt in den Arsch. Er killt seinen eigenen. Nice. Das hat gar nicht wehgetan. Dann hau ich dem halt einfach so in den Arsch rein. Und geh mal weg hier. Kritischer Treffer, aber Widerstand wahrscheinlich. Prozent Chance, dann lieber da. Ja, hurra! Perfekto! Stehen bleiben. Ranger. Beendet das jetzt hier mal. Läuft schon mal rüber. Der Dieb. Hier hin. Dann kann ich, glaube ich, meucheln. Der Tod schlägt völlig lautlos zu. Huh? Muss ich eigentlich nicht eine Runde plötzlich aussetzen, wenn ich hinfall? Ich verstehe es gar nicht. Okay. Eben. Oh, mit dem ersten Schlag schon. Nice, nice, nice. Das ist natürlich jetzt perfekt für mich. Wie ich stehen. Salkor Alafre Yalma. So, Ohrfeigen und dann GG. Würde ich jetzt mal behaupten. Jupp, GG. Ein easy Kampf. War wirklich easy der Kampf. Rangers ist gestiegen. Na, jedenfalls wurde dieser Trank ganz sicher nicht bei Mufido gebraut. Ich hätte lieber eine Gallone leckeres Bier. Okay. Schild für den Zwerg. Armschienen für den Zwerg. Hammer für den Oger. Und Rüstung für den Ranger. So. Rüstung für den Ranger. 4-1-2-4-1. Hervorragend. Sieht auch wieder cool aus. Level Up haben wir für ihn auch noch. Ja, fortgeschrittene Halt. Man braucht echte Fertigkeiten, um ein echter Anführer zu sein. Ranger hat 2 auf Beweglichkeit. Dann lieber plus 2 auf Beweglichkeit. Kraft. Fassung. Zack. Dann der Zwerg. Schild. Deutlich cooler. Sieht auch richtig nice aus. Armschienen haben wir noch für ihn bekommen. Auch besser. Ah, endlich die richtigen Gegenstände für die richtigen Leute. Und dann gab es noch was für den Oger. Und zwar eine neue Waffe. Oh, auch deutlich besser. So, jetzt ist aber schon wieder mein Inventar so krass voll. Oh, was werfe ich denn noch raus hier? Kann ich gar nicht wegwerfen. Die Heiltränke sind halt auch schwer.
Bier des Kerkers. Braucht eh kein Mensch Bier. Weg damit. Zack. Okay, so viel Platz brauchen wir nicht mehr. Hier haben wir nochmal ein Bier wegwerfen. Zack. Okay, nice. Weiter geht's. Hier drüben hat es einen Händler, by the way. Ist der noch da? Jo. Ey, ich habe da draußen gekämpft und die trinken hier einfach weiter in der Kneipe. Handeln, verkaufen. Alles weg. Oh, es gibt richtig Kohle hier. Will ich nicht. Doch, das will ich verkaufen. Sagt. So, gibt es hier jetzt auch noch was Cooles dann? Wirklich. Okay, dann ab im Thronsaal. Wir haben noch keine Zeit. Nun zu euch, ihr Würmer. Nur ihr steht noch zwischen mir und meinem Weg zum Triumph. Die Krone wird mein sein und ihr werdet auf dem Amboss sterben, wie die Hunde, die ihr seid. Bei den Göttern, es ist zu spät. Tja, wir hätten wohl doch besser unsere Mäntelchen nach dem Wind hängen sollen. Vielleicht ist es noch Zeit dafür. Da würde ich mir nicht allzu viel Hoffnung machen. Muss ich mein Kleid ausziehen, um es nach dem Wind zu hängen? Ja, ich meine, nein, wir reden später darüber. Wenn wir den anderen Zwerg umbringen, ist das immerhin noch etwas. Ja. Oh, direkt in den nächsten Fall rein, okay. Zwerg nach vorne. Ranger nach rechts. Ogre in die Mitte. Den Barbaren. Den stellen wir direkt da nach hinten. Du bleibst da, du bleibst da. Die stellen wir auch dahinter und die Priesterin bleibt ganz hinten. Let's go. Zum Ruhm der Chaoszwerge. 2, 4, 6, 8. Der Prinz der Tiefen rückt vor. Okay, ihr wisst, was jetzt passiert. Zack, zack. Angriff! Kurz warten, kurz warten. Jetzt machen wir's. Zusammenbleiben! Und dann gehe ich mit dem Ranger schon mal hier vor, dass ich hier auf jeden Fall eine Lücke habe, wo ich durchlaufen kann. Und dass die vielleicht auch ein bisschen aus der Reserve gelockt werden hier. Der Dieb wartet erstmal. Warten, warten, warten. Lass die alle mal laufen. Mit der Magierin laufe ich tatsächlich nach vorne, weil ich die beiden hier stunnen möchte. Komm und hol dir Arschmatz. Ah, immerhin einen. So, der Oger ruft den Zwerg schon mal hier hin. Und läuft hier auch schon mal vor. So, die Magierin läuft auch mal hier vor. Und greift schon mal an. 101% Trefferchance. Gut.
Shit, ich habe vergessen, die Bomben aufzufüllen. Da darf ich nicht hinlaufen. Warum auch immer. Darf ich mal hier hin mit dem Dieb? Nieder mit dem Usurpator! Zack, dann vergiften wir da mal. Ja, der. Wow. Kopf runter! Keine Hits. Jetzt hier hinlauf. Und dann halt. Und auch direkt hier drauf gehen. Komm, let's go. Boah, wie viel Leben der hat. Krass. Moment, ich kann doch hier vorlaufen. Dann müsste ich es doch immer noch machen können, oder? Dann kann ich direkt hier vorne reinspringen. Trefft den Zwerg zwar auch, aber... Let's go. Boom. Neben. Okay, Ranger. Schade. Zoom. Zoom, zoom. Ja, von mir aus. Jo, let's go. Richtig gute Hits macht der, na, Dieb mittlerweile. Das blockt, weil er sich gedreht hat. Ich finde schade, dass man manchmal schon anhand der Animation erkennt, was jetzt passieren wird. Halt. So, greife ich die an oder greife ich die an? Ich glaube, ich greife die an. Oh nein. Ne, ich bleib stehen. Dreh mich nur. Voll auf die Kniescheibe! Okay, greift sein Teammate an. Nice. Ja, hier würde ich sagen, nochmal einen Stun rein. Ja, der schon vereist ist, wird noch gestunt. Muss ich probieren. Das hat gar nicht wehgetan. Immerhin einen rausgenommen. So. Der Barbar bekommt jetzt auch die Heilung. Ogre. Eigentlich wollte ich die beiden hier anrülpsen, aber... Dann hau ich einfach normal drauf mit ihm. Schade. Dann auch. Okay. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ja, wenn die Musik weg ist und gar nichts passiert, dann wirkt das Spiel teilweise wie tot.
Ich meine, so viele Highlights passieren hier jetzt auch nicht die ganze Zeit, dass ich hier die ganze Zeit darüber labern kann. Dürft ruhig, wie gesagt, alles ein bisschen schneller ablaufen. Aber, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder dran. Ich stelle mich dem jetzt direkt in den Rücken. Und let's go. Den hast du nicht kommen sehen, oder? Vielleicht kriegen wir den ja noch weg hier, aber ich glaube nicht. Ja, vergiftet ist er, aber das wird nicht reichen. Außer ich gebe ihr mal einen Extrazug jetzt. Komm, nochmal angreifen. Nice. Nee, du bleibst stehen. Prozent, dann greife ich natürlich den an. Und wieder in die Richtung drehen. So. Ne, das macht gleich die Priesterin. Den, oh nein, nur 25% Chance. Habe ich vergessen zu gucken vorher. Habe einfach direkt geklickt. Oh nein, und oh, da habe ich gerade voll gepennt. Und dass dieses glibberige Zeug unter mir liegt, habe ich auch nicht mehr drauf geachtet. Flieg weg! Schade. So, Ogre. Dann lauf mal hier hin. Nice. So. Du holst den Ranger wieder. Und bleibst da stehen. Da hinten steht nochmal jemand, habe ich gerade richtig gesehen. Das hat gar nicht wehgetan. Ja, da hinten steht nochmal irgendjemand rum. Au. Das tat aber weh. Beim Amboss. Okay. Jo, das mache ich. Nicht nachgeben. Na, hier hin. Okay. Gut. Die Elfin. Jetzt mal hier hin. Die kann ja wieder richtig schön knackig reinpfeffern. Damit müsste ich ihn eigentlich töten. Ist beinahe. Greif den jetzt an. Bam bam. Autsch. Aber... Was hat denn der noch? Komm, ich greife den erstmal noch an hier.
Und dann laufe ich mit ihr mal zack, zack, zack. Ich bin hier. Ich sag's ja nur mal so. Man vergisst mich gern. 86% Chance. Komm, komm, komm. Bumm. Genau. Schön was essen. Und da kann schon mal hier rüberlaufen. Gut. Hallo, ich bin der Ranger aus Lubé. Oh, hallo, Ranger aus Lubé. Huch, glitschig wie ein Stück Seife. Ja, so. Beim Amboss. Das hat weh. Aber nur ein bisschen. War ein leichter Kratzer. So, Ranger. Ja, direkt hier rüber. Und dann vergieß mal das erste Blut. Ich habe das erste Blut vergossen. Au. Oh, der Dieb. Laufe ich auch hier rüber. Dann darf der mal ein bisschen... Was ist denn hier? Nice. So, Elfin holt den Ranger, wollte ich schon sagen. Den Barbar wieder. Essen. Fertig. Zwerg nimmt ihn jetzt hier raus. So, dann wieder umdrehen. Komm, mach's gleich nochmal. Perfekt. Eh nicht vor mich zu bewegen. Komm, lauf mal weg. Kritische Parade. Nein. Immerhin. Da hinlaufen. Nein, halt. Hier will ich hinlaufen. Wie weit komme ich damit? Perfekt. Genau so wollte ich's. Na, immerhin einen rausgenommen. Oh, der Oger fällt 100 pro hin. Oh. Schade, es reicht nicht. Ja, dann gibt es halt trotzdem für ihn allein ein paar Ohrfeigen. Oder auch nicht. Braucht da vorne irgendjemand Heilung, ja. Zwerg, Barbar. Ich glaube, der Barbar. Ja, bitteschön. Jetzt lauf doch nicht immer weiter weg. Okay, ich habe keine Ausdauer, heißt nur normal angreifen. Aber ich würde mal voll auf den drauf gehen. Okay, der Ranger. Komm, wir versuchen den hier zu betäuben. Schade. Boah, das hat der tatsächlich überlebt.
Na, ich will. Perfekt. Ja. Kopf runter! Bleiben. Egal, ist das Kirch. Amboss! Schieß! So, dann kann ich mich jetzt noch mal ein bisschen wirbeln. Einfach auf den hier unten erstmal. Nein! Entdeckung. Ich glaube, ich rülpse den hier mal voll. Perfekt, mehr wollte ich gar nicht. Hier greife ich noch weiter an. Stehen bleiben. Schön. Oh, Mauer des Chaos. Ich habe das erste Blut vergossen. Ich bin der Beste, ich bin ein Anführer. Boah, sogar gekrittet. Uiuiuiui. Oh, soll er angreifen. Ah, falsche Attacke gewählt. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Sag mal, was ist das hier unten für ein Überlebenskünstler? All you can eat meine Axt. Ah! Wow. Oh, Baba. Das ist dein Tod! Der ist auf jeden Fall nicht mehr dran. Dafür sorge ich jetzt. Oh, really? Komm ich. Ja, mit der Priesterin kann ich aber noch machen. Ich brenne! Mal draufschlagen. Perfekt. Essen. Ganz wichtig. So. Der ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr dran. Doch, er ist natürlich noch dran. Ich will jetzt echt nicht, dass der nochmal dran ist. Aber der Kampf ist... Nee, nachher haut der noch mein... Der soll jetzt umfallen hier. Nein, nicht jetzt. Die Doch. Minen. Genau jetzt. Ranger. Lauf mal hier. Ja. Der Dieb. Haut hier mal ein Giftpfeil rein. Na, endlich wird er mal gehittet da unten. Perfekt.
bei Xors Pantinen. Hilfe! Autsch. Passt noch. Alles gut. Da kannst du 100 Mal drüber laufen. Zack. Ich finde es halt nice, dass es 100% Treffchance hat. Weil man halt direkt nebendran auch landet. Sehr schön. Ogre. Ah, da hätte ich jetzt einen Zug vom Zwerg verzögern können und dann den Ogre quasi den Zwerg darüber werfen. Egal. Nicht spielentscheidend. Okay. Zögern. Zögern. Zwerg heilen. Uns ein paar Tränke sparen. So, fertig. Trägern. Auch mal hier hin. Auch mal hier hin. Macht es jetzt absichtlich, dass ich mir die Tränke ein bisschen spare. Zack. So, jetzt kann es nämlich die hier wunderbar, nachdem sie hierher gelaufen ist. Bam. So, jetzt darf er zwar nochmal angreifen und stirbt, weil er weglaufen will. Nice. Perfekt. Perfektes Ende für mich. Die Stufe der Elfin ist gestiegen. Ja, der schmeckt. Die Stufe des Ogers ist gestiegen. Die Stufe der Priesterin ist schon wieder gestiegen. Level-ups. Die Stufe des Zwerges ist gestiegen. Die Stufe des Barbaren ist gestiegen. Okay. Alles nehmen. Mieser Verräter, Furunkel überdecktes Schwein, durch Inzucht erzeugter Oger. Ich zerstückele deinen Körper und zeige die Überreste überall in Uriks Tiefen. Das ist meine Mine. Ich bin der König. König, der einzige König. Juhu, toll, wir freuen uns für Sie. Er hat gewissermaßen gerade zugegeben, dass sein Bruder Sex mit einer Ogerin mit fragwürdigem Lebenswandel hatte. Jetzt ist Zeit zum Verhandeln. Seit unserer Ankunft hier mache ich nichts anderes. Ich weiß euch sehr zu schätzen. Ihr seid zwar Obenseiter, aber ihr habt gezeigt, was ihr wert seid. Jetzt kann ich mit der Hilfe meiner Golems meinen Krieg gegen die Trogylorks fortsetzen. Ja, ja, super. Und was ist jetzt mit unserer Belohnung? Ich bin nicht undankbar. Ihr habt euch ein Geschenk vom König verdient. Ich gewähre euch Zugang zum Tempel des großen Ambosses. Ja, super. Wenn seine Macht euch vernichtet, ist das Pech für euch. Der Tempel kann unberechenbar sein. Ah, das klingt eher nach einem Fluch als nach einem Segen. Tolle Verhandlung. Nun ja, keine Rose ohne Dornen. Wir sind doch nicht so weit gekommen, um jetzt einfach so umzukehren. Gehen wir zum Tempel. Snagers.